Alter, ich hab die 100.000 Euro Mystery Box bekommen. Ja, Mann. Schaut euch mal an, was ich gefunden hab. 3 iPhones? Du hast die 1 Euro Box. 1 Euro? Digga, ich bin so sauer. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ich habe eben tatsächlich 3 Mystery Boxen bestellt. Einmal für 1 Euro, einmal für 10.000 Euro und einmal für 100.000 Euro. Und diese habe ich per Zufall verschicken lassen. Entweder an mich, Chanzel oder Marvin, Leute. Es wird auf jeden Fall ein richtig heftiges Video. Ich weiß überhaupt nicht, was in den Mystery Boxen drin sein wird, Leute. Ich würde sagen, wir machen es jetzt mal so. Wir sehen uns jetzt auf jeden Fall in ein paar Wochen wieder, wenn alle 3 Mystery Boxen angekommen sind. Und ich bin richtig gespannt, wer welche Mystery Box bekommen wird. Let's go. So Leute, es hat gerade an der Tür geklingelt. Es sind ein paar Wochen vergangen. Und oh mein Gott, was? Leute. Alter, ich habe die 100.000 Euro Mystery Box bekommen. Ja, Mann. Digga, Alter. Ich habe niemanden gesehen, der hier irgendwie das abgeliefert hat. Bro, das sieht ja geisteskrank aus, das Paket. Oh mein Gott, Leute, meine Mystery Box müsste auch gleich ankommen. Ich bin mal gespannt, was für einen Wert ich habe. Oh, einmal auspusten schnell. Alter, das ist ja übertrieben. Guckt euch das an. Digga, einfach 100.000 Euro und eine goldene Box. Ja, Mann, das heißt, ich habe auf jeden Fall das beste Paket bekommen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal gleich zusammen rein, was hier drin ist. Boah, ich habe mich richtig erschrocken, als ich gesehen habe, da brennt irgendwas. Aber Leute, das hier sind, glaube ich, nur so, ja, okay. Das sind nur so Teile, die man aus dem Kuchen oder sowas macht, glaube ich. Okay, Leute, ich packe das mal eben hier beiseite. Und dann fängt es auf jeden Fall einmal an. Dann packen wir gleich mal das Paket zusammen aus, Leute. Ich bin schon richtig aufgeregt. Mal schauen, was drin sein wird. Ich bin so gespannt. Oh mein Gott, mein Paket ist da. Yeah. Leute, das bedeutet natürlich auch, dass Marvin oder Chanzel, einer von beiden wird also nur 10.000, einer nur 1 Euro bekommt. Ich bin richtig gespannt, wer was bekommen wird, Leute. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier die Box. Das Ganze, ja, ist eine komplett goldene Box, Leute. Bro, okay, das ist echt ultra, ultra krass. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hier zusammen rein. Wir müssen einmal das hier wegmachen. Es steht auch gar kein Absender drauf. Ich habe das einfach im Internet bestellt, wie gesagt. Und was ist drin? Hä? Bro, das ist... Digga, da ist ja fast gar nichts drin. Was soll das? Ich wurde gescampt, Mann. Lol. So, Leute, ich bin jetzt gerade im Hotel drin, ne? Und es hat gerade an der Tür geklingelt, beziehungsweise am Telefon da in meinem Zimmer. Und die meinten, dass an der Rezeption ein Paket für mich ist. Und da gehe ich jetzt mal hin und schau mal. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, Leute. Wir haben nur das hier. Es ist so ein... Digga, es ist nicht mal... Digga, da hat sich nicht mal jemand Mühe gegeben, Bro. Es ist einfach ein Briefumschlag. Ey, Bro, wenn jetzt hier irgendwie ein Prank drin steht, Digga, und ich habe dafür so viel Geld ausgegeben, dann ist das richtig lost gewesen. Aber ich würde sagen, wir öffnen zusammen den Brief. So, ich bin jetzt von der Rezeption gekommen. Der hat mir jetzt gerade ein Paket gegeben. Sowas hier ist auch komplett eingepackt. Ich habe hier gerade schon den Adressaufkleber abgemacht. Damit ihr nicht seht, wo ich hier wohne. Ich hoffe wirklich, dass das sich gelohnt hat, Leute. Okay. Und ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal den Brief raus. Ich muss erstmal gucken, dass jetzt hier meine Adresse oder sonstiges vielleicht nicht zu sehen ist. Oh, ja, da steht meine Adresse auch drauf. Mystery Box AG aus Berlin. Okay, Bro, was für eine Mystery Box AG? Habe ich noch nie gehört. Ihr seht jetzt mit mir zusammen den Brief ohne meine Adresse. Die ist jetzt hier verpixelt. Boah, Leute, das ist richtig schwer. Boah, aber da könnte auch nur ein Stein drin sein. So, wir schauen mal jetzt, wie viel Euro die Mystery Box wert ist. Was ist das denn? Lol. Das hier? Hä? Wenn du wissen willst, wie wertvoll deine Box ist, geh zum Candy Store. Digga, ich soll ja zum Candy Store gehen? Gucken, wer von meiner Box ist, okay? Alter, 100.000 Euro Mystery Box, sehr geehrter Herr Lukas Wolf. Hiermit haben Sie eine 100.000 Euro Reise, was? Nach Dubai erhalten. Inklusive Helikopter, Flugzeug, Rolls-Royce-Transfer, bestes Hotel der Welt, Burj Al Arab, Jetski fahren, Wasserauto, Burj Khalifa, größter Wasserpark, Freizeitpark, Shoppingguthaben und vieles mehr. Packen Sie Ihre Koffer. Bro, Alter, das ist das Krasseste, was jemals hätte passieren können, Junge. Dann mach ich mich jetzt erstmal auf den Weg zum Candy Store. Und schau mal, was ich da bekomme. Ich bin echt gespannt. So, Leute, wie gesagt, ich hole jetzt meine Jacke. Da gehen wir raus und schau mal. Let's go. Ey, ich freue mich gerade ultra, Digga. Okay, ich muss jetzt einmal ganz kurz mit der Firma hin und her schreiben, wann das Ganze stattfindet mit Flugticket hier und da, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Digga, das ist geisteskrank heftig, Leute. Das ist der krasseste Urlaub, den man sich vorstellen kann. Oh mein Gott, ich habe die 10.000 Euro Mystery Box gezogen. Wow!
Leute, die Firma hat gesagt, es kann eigentlich sofort losgehen und deswegen habe ich auf jeden Fall hier auch schon gerade meinen Koffer abgepackt. Und Leute, ich werde jetzt den hier fertig packen. Bin schon richtig, richtig aufgeregt. Natürlich kommen auch ein paar Burger-Pommes-Pullover mit. Und dann geht es auf nach Dubai. Erst habe ich wohl erfahren, geht es jetzt gleich mit dem Helikopter, Leute, zum Flughafen und mit dem, also dann halt dort mit dem Flugzeug nach Dubai. Und dann der Rest, Leute, es wird geisteskrank heftig. Seid gespannt, was jetzt alles kommt. So, Leute, ich nehme mir jetzt einfach ganz blind irgendwas raus, okay? Und das Erste ist, was ist das? Das ist voll schwer. Oh mein Gott, das ist ein MacBook Air. Wow, Leute, komm, wir packen das jetzt gemeinsam aus. So etwas ist extrem teuer. Warte mal, kostet dein MacBook Air nicht fast 2000 Euro? Warte, wir packen das jetzt gemeinsam aus. So, Leute, ich bin jetzt auf dem Weg zum Candy Store. Ihr habt es gerade gesehen. Ey, ich hoffe echt, dass ich da jetzt Glück habe. Boah, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich will echt einmal in meinem Leben bitte Glück haben. Einmal die 10.000. Vielleicht habe ich jetzt noch Glück. Ich gehe da jetzt hin. Jetzt haben wir jetzt noch ein bisschen Stück hier. Muss mal gucken, welcher Candy Store jetzt noch auf hat. So, Leute, ich glaube, jetzt geht es los. Der Helikopter startet. So, es kann losgehen, Freunde. Oh mein Gott. Okay. Oh. Oh mein Gott. Okay, wir sind in der Luft. Wir sind in der Luft, Leute. Oh mein Gott, wir haben schon die ersten Meter. Alter, das fühlt sich ganz komisch an. Das ist ja richtig krass. Oh mein Gott, nagelneues MacBook. Oh. Leute, es ist nagelneu. Und ich hab schon fallen lassen. Ist doch nicht mein Ernst. Ich will die 100.000 Euro Box haben. Wenn ich die diesmal nicht kriege, dann, ich sag euch ganz ehrlich, raste ich richtig aus. Das ist ein Sabotage von Lukas. Wir sind jetzt angekommen am Flughafen und ich habe auf jeden Fall unnormal Durst, Leute. Ich habe hier direkt so einen Automaten gefunden, Leute. Und ich glaube, Leute, ich hole mir hier direkt mal so einen Red Bull. Und zwar hier die Sommeredition. Ah, nee, lol, Powerade, Bro. Ich hole mir direkt Powerade. Okay, Leute, wir nehmen die Nummer 57. 3 Euro macht das dann. Ey, Leute, ich habe unnormal Bock. Powerade gönne ich mir direkt, Alter. Gönn, Bruder, bitte. Ja. Und, boah, Leute, dann kommt jetzt meine Powerade. Wow. Wow. Boah, da kommt die rausgefahren. Alter. Unnormal geil. Leute, erstmal Powerade gönnen und jetzt geht's gleich ins Flugzeug. Oh mein Gott, Leute, das Erste, was ich schon mal gezogen habe, ist richtig krass. Und ich hoffe, dass es gleich genauso weitergeht, Leute. Oh mein Gott, ich greife jetzt nochmal rein. Ey, bitte wieder irgendwas von Apple, das wäre mega. Und. Hä? Wow! Eine Special Edition Monopoly Mario! Das ist so krass! Wer von euch liebt auch Mario? Lass mal alle ein Like da! Leute, wir müssen mal sehen, wie das Ganze jetzt hier aufgebaut ist. So, ich gehe jetzt erstmal zu meinem Lieblings-Candy Store, wo wir eigentlich immer hingehen, wenn wir in Berlin sind. Deswegen schaue ich da jetzt erstmal, was ich da jetzt hingehe. So, Leute, wir sind jetzt angekommen am Flughafen hier in Frankfurt. Und Leute, wir müssen jetzt gleich erstmal unsere Koffer abgeben und dann geht es gleich ins Flugzeug. Ich bin ultra aufgeregt. Digga, wir fliegen fast 7 Stunden. Und Leute, ich habe gar keine Ahnung, wo wir jetzt genau hin müssen, aber wir schauen mal. So, Leute, ich bin jetzt angekommen. Hier aus Hofs Fields in Berlin. Ey, weh, ich habe die 1 Euro Mystery Box, dann raste ich aus. Hier ist es, Leute, let's go. Boah, ist so krass, dieser Laden, ne? No joke. Schau mal die ganzen leckeren Süßigkeiten hier alle an. Boah, so fällt mich das mal, ob ich hier was Geiles finde. Weil ich mal ein bisschen testen kann oder so. Leute, gibt es das Ganze eigentlich noch zu verkaufen? Das ist doch mega limitiert. Oh, wow. Das ist die coolste Monopoly-Version, die ich jemals gesehen habe. Leute, was denkt ihr, wie viel Euro so etwas kostet? Bestimmt ein paar hundert Euro, oder? So, wir sind jetzt im Flugzeug angekommen, Leute. Ich laufe hier gerade durch die First Class, Alter. Und jetzt nehmen wir uns mal hier so einen entspannten Sitz, ne? Boah, die sind auch richtig lecker. Aber ich bin jetzt auf der Suche nach der Mystery Box. Hier auch nicht. Oh, lol. Alter, guck dir mal diese Zuckerwattemaschine an. Die ist ja richtig fett. Boah, ist die geil. Mal gucken hier. Oh, die geilen Taki-Sorten, Leute. Leute, kann der Tag eigentlich noch viel besser werden? Was wohl alles noch in dieser Mystery Box drin ist? Oh mein Gott. Also ein MacBook Air, den habe ich schon mal. Das habe ich als Erstes gezogen. Als Nächstes hatte ich gezogen Monopoly Special Edition von Mario. Das ist mega krass. Und jetzt, Leute, ich greife jetzt wieder blind rein. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen in Dubai am Flughafen. Das ist, würde ich sagen, der krasseste Flughafen, den ich je gesehen habe, Leute. Schaut euch das mal an. Also meiner Meinung nach wirklich heftig hier mit diesen ganzen Lichtern und den Säulen, Leute. Wir müssen jetzt unsere Koffer abholen und dann geht's gleich mit dem Rolls-Royce zum Hotel. Die sind richtig neu. Die sind ja lecker. Ich würde sagen, ich teste die mal kurz.
weil ich gucke schon die ganze Zeit, ich finde einfach nichts, Leute. Mmh. Ich schmeckt eigentlich auch ganz gut. Okay, hier ist auch nichts. So Leute, wir sind jetzt hier aus dem Flughafen raus und jetzt gehen wir hier zu dem Wagen, der uns hier abgeholt hat. Ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, wie es da drin ist. Da hinten steht jetzt einfach mal der Rolls Royce, Leute. Wie gesagt, ein Crimex hat ja auch einen, ihr wisst es. Boah, hier sieht einfach mal, Alter, schaut euch das mal an, Leute. Hier ist der Wagen. Türen gehen auf jeden Fall so rum auf, ihr wisst das, ne? Und hier sehen wir auf jeden Fall auch nochmal von vorne den ganzen Wagen. Und damit werden wir jetzt hier zum Hotel gefahren, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Und was ist das? Oh mein Gott, das ist so eine richtig krasse VR-Brille. Leute, die kostet doch ein paar hundert Euro. 600, 800 Euro oder so. Ey, Leute, ich muss das Ganze jetzt aufsetzen. Das sieht so cool aus. Wir packen das jetzt auch gemeinsam aus. Sehr, 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 sehr heftig, Leute. Alter, das hat schon mal einiges gekostet. Aber Leute, 10.000 Euro Urlaub, ihr wisst Bescheid. Ich kann es auf jeden Fall heute ausgeben. Ey, Leute, ist auf jeden Fall ultra heftig. Man merkt gar nicht, dass man irgendwie fährt, Leute, weil das ist hier alles so krass gefedert und ultra bequem. Ich sag's euch ehrlich. Und hier, wie gesagt, seht ihr nochmal den Wagen so ein bisschen von innen. Jetzt geht's auf jeden Fall zum krassesten Hotel hier in Dubai, würde ich mal sagen. So, Leute, auch hier übrigens der Boden in dem Auto. Einfach so Lammfellteppich, Leute. Ist ultra, ultra weich. Sehr, sehr krass. Und? Wow! Ich glaube meinen Augen nicht. Sieht das krass aus. Und hier sind die Controller dazu. Leute, ich setze mir das Ganze jetzt mal auf. Boah, Leute, schau mal, eine Eismaschine. Das ist ja fett. Ich habe ein anderes Ziel. Ich muss hier die Mystery Box finden. Okay, Leute, wir sind jetzt angekommen. Ihr seht es hier schon. Ich zeige euch gleich, wenn wir dann draußen sind, nochmal das Hotel hier. Richtig, richtig heftig, Mann. Und hier stehen schon auch die anderen Rolls Royces und so weiter hier. Wow, Leute! Ey, man kann Basketball spielen. Man kann hier boxen. Oh, man kann hier einfach alles spielen. Wow! Man ist einfach in einer anderen Welt, wenn man sich diese Brille hier aufsetzt. Hier ist auf jeden Fall der Eingang. Und jetzt geht es auf jeden Fall mal erstmal rein für uns. Ich bin gespannt, wie es alles aussehen wird. So, Leute, richtig krank. Hier ist so ein richtig fettes Riesenaquarium. Hier geht so eine Wassershow ab. Leute, das ist hier so der Eingang in der Lobby. Also absolut krank hier. Ich bin unnormal gehypt aufs Zimmer gleich, Leute. Auch hier, alles, was ihr hier in Gold seht, ist echtes Gold, Leute. Also das ist teilweise hier auch alles vergoldet und so weiter. Und ihr seht schon hier innen drin, wie es hier hochgeht, Leute. Alter, Leute, 7-Sterne-Hotel. Hier sind auch nur die normalen Süßigkeiten. Alter, die Regenbogen, die sind auch richtig lecker. Boah, ich schau mal den Getränken, vielleicht hier irgendwas drin, ne? Boah, die pinken, oh mein Gott. Wow. So, Leute, wir jumpen jetzt hier in den richtig geilen Infinity Pool rein. Ich würde sagen, wow. Alter, Leute, richtig, richtig nice und angenehm, sage ich euch. Und jetzt schwimmen wir mal vorne zum Meer. Okay, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich hier gemacht, Leute? Meine Schminke hat sich einfach auf dieses super teure Teil raufgesetzt. Leute, bekomme ich das jetzt irgendwie sauber? Okay, Leute, es geht hier rein. Oh, Leute. Leute, Alter, war das krank. Das ist ja richtig lecker. Boah, die Fanta-Sorte. Boah, die muss ich mal wegfetzen kurz. Die hat mich so angelächelt, ey. Ich bin auch schon die ganze Zeit unterwegs heute. Geil. Boah, das ist die Power. Ich bin so gespannt, welche Mystery Box kriege. Schreibt in die Kommentare, welche ihr denkt, ich kriege. So, jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes haben. Und... Hä? Prime? Aber warte mal, das ist eine pinke Prime. Leute, ist das irgendwas Special? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das Special ist. Kommentiert mal. So Leute, wir sind jetzt hier angekommen im ersten Frühstücksrestaurant und ihr seht schon, hier gibt es das Prime Gold Menü. Das werde ich natürlich bestellen. Gold Baklava Cheesecake, Gold Cappuccino. Alter, let's go. Das gönne ich mir jetzt. So Freunde, ich glaube, jetzt kommt auf jeden Fall das Essen. Goldenes Baklava und goldener Cappuccino. Die erste Mahlzeit von heute. So Leute, ich greife jetzt wieder rein und... Was ist das? Sind das Kopfhörer? Boah, das ist genau das, was mir gerade gefehlt hat.
Leute, ich bräuchte Kopfhörer. Schaut euch das mal an, die sind von Apple. Das ist zwar die Version 1 oder sowas, aber egal, Leute, trotzdem mega cool. Okay, Leute, jetzt einmal für meine Freundin. Oha. Und hier haben wir das goldene Baklava. Boah, Alter, das ist komplett Gold, Leute. Leute, schaut euch das an, das ist komplett echtes 24 Karat Blattgold, was ich jetzt hier essen werde. Boah, Leute, und hier ist einfach mal der goldene Cappuccino. Alter. Leute, Gold, Cappuccino, Gold, Baklava. Jetzt werden wir das Ganze probieren. Alter, heftig. Boah, ich habe ja gerade alles durchgeschaut schon. Ich finde nichts. Ich würde sagen, ich frage mal die Verkäuferin, ob sie vielleicht weiß, wie Amon Mystery Box ist. So, Leute, wir sind hier in der Bäckerei und hier gibt es das nächste goldene Essen, und zwar Golden Royal Brioche French Toast. Leute, das ist so ein French Toast mit 24 Karat Gold. Das heißt, das ist hier meine zweite Mahlzeit. Ich habe schon wieder richtig fett Hunger, Leute. Und ich gucke jetzt mal hier, wenn ich Glück habe, gibt es ja auch ein Getränk in Gold. Weil, ja, ich habe natürlich auch Durst, Leute. Und ich darf nur goldene Sachen essen und trinken den ganzen Tag. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ob ich hier nochmal was finden werde, Leute. Wünsche mir Glück. Also, das sind jetzt nicht die Pro-Modelle. Aber ich kann euch was sagen. Die kosten bestimmt auch schon 200 Euro oder sowas. Ich bin ganz ehrlich, die Pro-Modelle tun auch ein bisschen an den Ohren weh. Die sitzen perfekt. Schaut mal. Oh, wow. Ja, die sind mega, Leute. Mir gefällt das voll. Danke. Oh, lol, da liegt ein Zettel. Das kann es vielleicht sein. Ich guck mal. Ey, lol, das ist eine Gurke irgendwie. Ja, was ist das denn? Boah, das ist eine... Ey, was ist das denn für eine... Bäh, was ist das denn für eine eklige Gurke hier? Was steht da? Nein. Du hast die 1-Euro-Box. Bro, ich raste gleich so aus. Digga, wollen die mich verarschen? Ich mache dieses ganze Video alles, Leute. Für diese scheiß Box 1 Euro? Digga, ich bin so sauer. Ey, das war das letzte Mal, als bei Lukas irgendwas mitgemacht habe. Ich kriege immer, mit Absicht habe ich das Gefühl, die Scheiße. Jedes Video, so wer am meisten Geld ausgegeben hat, ich kriege immer den Mist. Immer. Leute, das kann es echt nicht sein. Ich habe echt keinen Bock mehr. Boah, wollen die mich veräppeln? Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an. Die nächste goldene Mahlzeit. Das ist ein French Toast mit 24 Karat Gold und wir haben ein Goldgetränk. So Leute, ich weiß nicht, ob man das hier gut erkennt, aber das ist tatsächlich ein Blattgoldgetränk. Geisteskrank heftig, Leute. Und jetzt werden wir mal beides testen. So Leute, jetzt testen wir auf jeden Fall das goldene French Toast. Und ey, ich bin unnormal gespannt, Leute. Okay, let's go. Boah, das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Die Soße würde ich gerne verwenden, aber ich darf es leider nicht, weil die ist nicht gold. Ich darf nur das goldene Getränk trinken, Leute. Und natürlich das goldene French Toast. Mhm. LOL. Oh mein Gott, das schmeckt so... Alter, das schmeckt so nach... Wie soll ich das beschreiben? So übelst exotisch, Leute. Und so... Digga, ist krank. Ich weiß nicht, nach was das schmeckt. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir mal hier zu dem... Alter, zu dem goldenen French Toast. Bruder, ist das krank. Okay, Leute. Alter. Digga, es ist so teuer. Ich glaube nicht, wie viel das gekostet hat. Das ist echtes Gold, 24 Karat. Ihr habt es eben in der Karte gesehen. Leute, schätzt das mal in den Kommentaren. Also gut, ihr habt eh den Preis gesehen. Ich glaube, das sind so 80 Euro hat das gekostet. Mmh, Alter. Oh mein Gott, das ist krass. Die kann ich leider nicht essen, die ist nicht Gold, Leute. Die muss ich bei der Seite liegen lassen. Oh mein Gott, Leute, schaut mal, was ich schon alles habe. Boah, wer kann ungefähr schätzen, wie teuer das Ganze schon hier drauf ist? So, ich greife jetzt noch einmal blind rein. So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen bei Nusret. Ihr wisst Bescheid, jeder kennt ihn. Hier werden wir auf jeden Fall heute unser Abendessen haben. Richtig krass, Mann. Und was kommt raus? Hä? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wow! Vom Pokémon irgendwelche China-Nudeln? Ey, Leute, das muss ich jetzt aber öffnen. Einfach so ein Pokéball. Hä? Wie cool. Guckt mal. So sieht das aus. Wir testen das jetzt mal. Mm. Boah, Leute, das hat so einen Krabbengeschmack. Mega lecker. So Leute, wir haben hier das goldene Menü und heute ist sogar Nusret selbst da. Das bedeutet, wenn wir ein goldenes Steak nehmen, dann serviert er es uns, Leute, und streut das Salz auf jeden Fall drauf. Höchstpersönlich. Das heißt, das darf ich auf gar keinen Fall verpassen, Leute. Wir nehmen also auf jeden Fall ein goldenes Steak, würde ich mal sagen, Leute. Sehr, sehr krass. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich noch alles in der Mystery Box finde. Boah, das sind so coole Sachen, die ich hier schon mal bekommen habe. Oh mein Gott, Leute. Ich habe jetzt wirklich hier reingeguckt. Ich zeige euch das jetzt nicht, wie das hier drinnen in der Mystery Box aussieht. Aber schaut euch mal an, was ich gefunden habe.
3 iPhones? So, Freunde, das goldene Steak ist jetzt auf jeden Fall angekommen. Ihr seht es. Oh mein Gott, Alter. Jetzt müssen wir natürlich noch darauf warten, dass es hier hoffentlich gewürzt wird und geschnitten von Nusret. Ihr wisst Bescheid. Leute, was sind denn das überhaupt für Modelle? Also einmal habe ich so eins. iPhone 14 steht hier drauf. Mega gut. Dann habe ich noch so ein etwas älteres. Hä, so ein Handy hat doch auch Mina. Das ist ein iPhone SE oder so. Cool. Und hier habe ich auch noch so ein iPhone 13 Pro Max. Okay, Leute, der erste ist auf jeden Fall angekommen. Hello. How are you? Fine, thank you. Fantastic. Oha, Leute, jetzt geht's los. Wow. Wow, das sieht richtig, richtig geil aus. Looks very nice. Oha. Und als nächstes. Wow, eine Kamera. Und die ist extra für YouTuber. Leute, also auf dem Foto kann man das umklappen. Wartet mal, funktioniert das wirklich? Oh, hört ihr das? Die Kamera ist da drin. Warte, nicht so viel schütteln, sonst mache ich das Ganze ja kaputt. Nice. Oh. Mm. Wow. Hey Leute, geisteskrank lecker. Ohne Witz, richtig heftig, Mann. Das ist die Kamera von diesem Foto hier. Guck mal, kann man aufklappen. Wow. Wisst ihr, wofür das ist? Guck mal, damit man sich vorne sehen kann. Das ist einfach, oh, die Batterie ist leer. Auf jeden Fall kann man sich dann selber beobachten, ob man gut aussieht im Video. Das ist mega cool. Und hier steht schon der nächste Wagen. Der kostet 500.000 Euro. Ihr wollt bestimmt alle wissen, was ist das für ein Wagen. 3, 2, 1, let's go! Lamborghini Aventador S, Leute, in Gelb. Okay, Leute, ihr dürft jetzt auch in die Mystery Box gucken und... Oh, nein! Das habe ich mir schon immer gewünscht! Oh mein Gott! Leute, das ist einfach ein Dyson! Mädels, ihr wisst Bescheid! Wir lieben Dyson! Schaut ihn euch mal an, wie krank dieser Wagen wirklich aussieht, Leute. Mein absoluter Traumwagen in meiner Lieblingsfarbe für Lambo, in Gelb. Ich finde, das ist mit Abstand die krasseste Farbe. Leute, schaut euch mal an, wie geil der ist. Mit den Flügeltüren. Alter, ist das krank. Ich zeige euch einfach mal hier die andere Seite. Kommt mal mit. Leute, der kostet auf jeden Fall 500.000 Euro und das ist die nächste Preisstufe. Wir werden ihn jetzt fahren natürlich. Wow, was ist denn hier? Guckt euch das mal an. Hier ist so eine Dyson-Verpackung. Wow, ist das weich. Das ist aus so einem Samt oder sowas. Okay. Und hier ist unser Glatteisen. Wow, sogar in Pink, in meiner Lieblingsfarbe. Das ist mega cool. Leute, wartet mal. Geht das jetzt überhaupt an? Wir testen das mal. So. Oh, es funktioniert. Ey, Leute, das ist einfach der Hammer. Oh mein Gott, Leute. Alter, ich werde richtig schnell. Und, wow, 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 ist das glatt geworden. Leute, seht ihr die Welle hier und guckt mal. Oh, Leute, das hat sich mega, ey, das ist der Hammer. Oh mein Gott, jetzt geht es auf jeden Fall los. Alter, wir sind jetzt hier im Lamborghini Aventador, Leute. Oh mein Gott, und Leute, da kommt schon der nächste gelbe Lambo. Alter, das ist einfach mein Bruder. Moin, was geht, Digga?